Hey ihr Lieben, auch dieses Jahr kommt vor dem eigentlichen Jahresrückblick eine kleine Quick Story. Ich kann wirklich behaupten, dass es dieses Jahr keine Tiefschläge gab. Es gab keinen einzigen Tiefpunkt, der mich richtig aus der Bahn gerissen hat. Es war ein unglaublich cooles und erfolgreiches und spaßiges Jahr und ich bin dafür wirklich dankbar. Meine Firma hat sich entwickelt, sie kommt voran, es läuft richtig gut. Nikos Gigs wird öfter, wird spannender, wo auch Erik so ein bisschen seine Aktien drin hat, weil ich mit ihm zusammen auch wirklich echt coole Projekte realisiere und er mich auch zu echt coolen Dingen, sage ich mal, ermutigt. Ich durfte dieses Jahr Leute kennenlernen, die ich damals selber auf dem Bildschirm bewundert habe und wo ich dachte, hey, was sind das für coole Sachen? Was sind das für coole Projekte, die sie realisieren? Und dass es mittlerweile schon normal ist, Teil dessen zu sein, ist wirklich genial. Ich durfte Arman kennenlernen. Ich durfte Jay und Aria kennenlernen, ich filme für die, verbringe Zeit mit denen und das ist auf jeden Fall echt ein Riesenschritt in die Richtung, wo ich eigentlich hin will. Ich möchte mich bei so vielen Leuten bedanken, die dieses Jahr so genial gemacht haben. Das ist Stage 223, also Jan, Kim und Kevin, mit euch rumzugeistern über die Messen, mit euch Spaß zu haben, Videos zu drehen, ist auf jeden Fall eine echt coole Geschichte und dass ihr mich so unterstützt, finde ich auch unglaublich cool. Vielen Dank dafür. Ein ganz großer Dank geht ebenfalls an Voice Acoustic raus. Vielen Dank für den Support. Nicht nur im materiellen Bereich, sondern auch einfach. Also hinter Voice Acoustic stecken so tolle Menschen. Das ist nicht mehr nur eine reine Geschäftsbeziehung. Das ist mittlerweile auch eine echt gute Freundschaft geworden. Aber den größten Dank, den stecken sich eigentlich meine Freunde, meine Familie ein. Ich habe so geniale Freunde, die einfach alles für mich tun würden. Natürlich ich auch für sie. Das ist so krass, das kann man durch nichts ersetzen. Was sie an meinem Geburtstag organisiert haben, was sie teilweise für selbstverständlich halten, das ist Wahnsinn, das ist unbezahlbar. Das sind so geniale Menschen und ich möchte mich ganz doll dafür bedanken. Vor allem auch an meine Eltern, die wirklich immer hinter mir stehen und alles supporten, was ich eigentlich erreichen möchte. Dieser Jahresrückblick ist nicht ähnlich wie der andere, auch wenn er vielleicht so wirken mag. Dieser Jahresrückblick ist trotzdem was Besonderes, weil ich dieses Jahr nicht nur die Highlights zeige, die nur von diesem Kanal kommen, ich zeige auch Highlights und Videoaufnahmen, die ihr vorher noch gar nicht gesehen habt. Dementsprechend ist das wirklich ein Gesamtjahresrückblick, nicht nur von The LR Checker, sondern von mir. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß beim diesjährigen Jahresrückblick von The LR Checker. Reboot, I'm cold, my service automated, like data running through my veins. Got you distracted, subconscious overloaded. Careful, don't pull the cord on me. Nico, ich überlege übrigens doch noch einen Drum Riser zu bauen. Haben Sie auch gesagt? Mann, ich überlege, ich frage doch. Down, down, down.
alles verziehen. Hey, moin! Morgen!